Hallo. Na, nochmal Lust auf ein Ostereier-Video aus Beton oder Keramik gegossene Ostereier, wie man die so macht. Wir haben euch ja nun schon ein paar gezeigt, wie man zum Beispiel solche flachen Ostereier macht. Wie man sich dafür erstmal die Formen selber herstellt. Wir haben euch gezeigt, wie man Ostereier aus Beton und Keramik in Eierschalen gießt. Wir haben euch gezeigt, wie man die Eier in Luftballons gießt. Und natürlich dann in diesen selbstgemachten Formen, die wir euch gezeigt haben, wie man die auch gießt. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, Formen selber zu machen. Nicht jeder kann oder möchte sich damit beschäftigen, extra eine Form herzustellen, um so ein Ei zu gießen. Aber es gibt ja auch noch eine einfachere Variante. Man kauft sich halt einfach eine fertige Form. Und solche Formen gibt es dann natürlich auch wieder in Latex oder in Silikonvariante. Oder eben auch in Plastik gibt es auch, da könnt ihr solche Kerzengießformen verwenden, um Ostereier zu gießen. Da gibt es so eine Eierkerzenform und da kann man natürlich auch Beton- oder Keramikeier gießen. Oder eben jetzt, meine Favoriten sind ja immer Silikon- oder Latexformen und die könnt ihr jetzt einfach kaufen. Ich verlinke euch, wo man das kaufen kann. Da gibt es jemanden, der sowas anfertigt. Wie man dann solche Eier in diesen Silikonform gießt, hatten wir euch ja schon gezeigt in der Variante, wo wir uns selber Silikonform gemacht haben. Und jetzt ist noch die Variante mit der Latexform. Das zeigen wir euch jetzt auch einfach nochmal. Entweder gibt es bei Latexform, wenn ihr größere Sachen habt, eine Stützform dazu. Bei so kleineren Sachen braucht man keine Stützform. Dafür macht ihr euch einfach aus einem alten Plastikdeckel oder aus einer dicken Pappe, macht ihr euch eine Halterung, schneidet da ein Loch rein in der Größe der Öffnung von der Latexform. Dann wird die Latexform da einfach reingehangen. Und ich habe jetzt hier den passenden Eimer noch dazu. Ist ganz perfekt. Dann könnt ihr das einfach reinhängen und habt eine passende Latex-Stützform oder Hängeformvorrichtung, um das gießen zu können. Also es ist eben immer mal gut, einen alten Behälter aufzuheben, vor allem aus Plastik. Wenn man Betonierer ist, macht man das sowieso und schmeißt alte Behälter nicht so gerne weg. Wir arbeiten dann jetzt mit Feinbeton, weil das relativ schnell geht und man das gut in der Wohnung machen kann. Da ist eben alles drin. Man kann es schnell einrühren. Das wird 4 zu 1 eingerührt. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Meine Sorte ist hier von Artidee. Und dann füllt ihr das einfach in das Ei ein. Dann muss es wieder ein paar Stunden trocknen. Meistens sind es 24 Stunden, was so ein Beton braucht. Und dann ist die Sache schon erledigt. Dann zeigen wir es wieder beim Ausschalen. Nach ungefähr 24 Stunden könnt ihr dann euer Ei natürlich aus der Form nehmen. Ist ja wie bei allen anderen Formen auch. Flutscht es hier raus und dann kann man das Ei aus der Latexform ziehen. Wenn man ein bisschen Kraft in den Händen hat, zieht man das hier raus. Mit Gichtfingern und Räumerfingern ist das alles nicht zu machen. Aber so habt ihr dann euer Ei fertig. Schön. Auch bei diesem Ei müsst ihr noch ein bisschen die Kanten abschleifen. Alles ein bisschen glätten. Und dann können wir schon dekorieren. Wenn ihr dann jetzt so ein Betonei oder Keramikei gegossen habt, also gerade bei den Betoneiern, bin ich immer davon überzeugt, dass man so ein Ei nicht ganz übermalen soll. Also ihr könntet das jetzt gelb, rot, grün, blau anmalen. Aber warum soll man ein Betonei anmalen? Das Wichtige an diesem ist ja nun mal der Beton. Man soll das noch ein bisschen sehen, finde ich immer. Oder bin ich immer der Meinung, dass das Wichtigste ist an dieser ganzen Sache. Also macht, wenn ihr sowas dekorieren wollt, nur ein halbes Ei oder sowas, dass der Betoncharakter immer noch ein bisschen zu sehen ist. Ich will da jetzt noch ein bisschen Serviettentechnik ranmachen und habe mir dafür solche Vintage-Servietten irgendwann mal besorgt. Und die kann man ja immer wieder nehmen. Da waren ja 20 Stück in so einem Paket. Kriegt man bei eBay, könnt ihr einfach gucken, Vintage-Servietten oder was man so sucht. Bei eBay findet man alles. Und dann könnt ihr die halt verwenden. Wenn ihr so ein Betonei mit Serviettentechnik irgendwie noch gestalten wollt, solltet ihr das erstmal an diesen Stellen weiß unterlegen, also weiß streichen vorher, damit die Serviette gut zur Geltung kommt, die Farbe von der Serviette und dann erst mit der Serviettentechnik draufgehen. Zwischenzeitlich können wir hier schon mal mit dem Keramikei weitermachen, weil man das ja einfach drauf tun kann, die Serviettentechnik, weil wir haben ja nun mal weiße Keramik
oder helle Keramik und dann kann man gleich die Serviette darauf verarbeiten. Vorher ein bisschen zuschneiden und auflegen. Und wenn bei eurem Betonei dann zwischenzeitlich die Farbe getrocknet ist, könnt ihr da natürlich auch mit Serviettentechnik drauf gehen. Oder wie gesagt, ihr könnt es auch anmalen, ihr könnt Pünktchen drauf machen, Kreise, Sterne, Bienchen, was ihr möchtet. Ich wollte jetzt mal alles so mit der Serviettentechnik, weil ich hier gerade schon mal so angefangen hatte mit den anderen Eiern, hier dann auch halt mit Serviettentechnik weitermachen. Und ich bin ja dann immer noch dafür, einen kleinen Übergang zu schaffen mit so einer Bordüre, Spitze oder sowas. Und dann, wenn die Serviettentechnik, also die Serviette getrocknet ist, dann könnt ihr das auch noch drüber kleben. Und dann habt ihr eben so einen Abschluss oder Übergang geschaffen von eurem gestalteten Ei zum Beton oben. Und dann ist das so eine perfekte Einheit, sage ich immer. Und so können die dann eben fertig aussehen, müssen nicht, wie gesagt, wenn ihr andere Servietten nehmt oder andere Farbe oder was auch immer, ist ja bloß immer ein Gestaltungsbeispiel, aber so kann es dann aussehen und davon könnt ihr euch dann jetzt 100.000 Stück machen für die ganze Familie. Du übertreibst aber wieder. Für die ganze Familie, Freunde, Verwandte, Nachbarn, was weiß ich, könnt ihr jetzt alle mit Betoneiern zu betonieren, kleine Geschenke machen. Kleine Geschenke halten die Freundschaft, sagen wir immer. Kleine Witze heute. Ja, Clowny frühstückt. So, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was Neues zeigen und vor allem ist das für mich die einfachste Variante. Die beste war ja für mich natürlich selber abzuformen, weil ich das kann und gerne mache. Aber wer das halt nicht kann und machen möchte, kann sich natürlich diese Form kaufen in verschiedenen Varianten, in Silikon oder Latex. Das müssen auch nicht so glatte Eier sein, weil da gibt es dann auch diese Eier natürlich mit Muster drauf, in verschiedenen Varianten. Also schaut da ruhig mal rein. Und es gibt da vor allem nicht nur Ostereier, es gibt da auch Deko für Hochzeiten oder natürlich auch diese tolle Krone, die ihr immer nachgefragt habt in der letzten Zeit schon. Solche Kronen gibt es da natürlich auch in Hülle und Fülle. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Also wir verlinken euch das am besten. Und in dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.